Ja, hallo zusammen. Ich bin in den Kommentaren gebeten worden, ob ich nicht mal ein paar Worte mehr zu einem Gerät sagen kann, was hier regelmäßig in den Videos zu sehen ist, nämlich den Oszillographen. Deshalb heute mal ein paar grundlegende Dinge. Und die Fragen dabei sind: Wie funktioniert so ein Ding? Wer braucht sowas? Beziehungsweise was kann man damit machen? Und muss ich dafür vierstellige Beträge ausgeben oder reicht auch ein kleines Taschenoszilloskop für 35 Euro? Und wieder mal herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Hier stehen zwei Generationen von Oszilloskopen oder Oszillographen. Rechts ein Gerät Marke Eigenbau, noch mit der guten alten braunschen Röhre zur Anzeige. Und links der digitale Nachfolger. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Oszillograph und Oszilloskop? Nein. Wenn man die Begriffe wörtlich übersetzt, zeigt sich, dass das nur unterschiedliche Betrachtungsweisen sind. Oszillograph heißt so viel wie Schwingungszeichner und beschreibt, was das Gerät macht. Oszilloskop ist aus der Sicht des Anwenders, denn es bedeutet eine Schwingung betrachten. Ich selbst finde Oszillograph etwas logischer. Der Begriff Oszilloskop ist wahrscheinlich aus dem englischen Sprachraum herübergeschwappt, obwohl es eigentlich eine Mischung aus Latein und Griechisch ist. Darum gibt es auch in Deutschland ein Ost-West-Gefälle, was die Begriffe angeht. Im Osten hat man mehr Deutsch gesprochen und Anglizismen in der Sprache möglichst vermieden. Es ist aber egal, solange jeder weiß, was gemeint ist. Ich finde, das Prinzip der Schwingungsdarstellung lässt sich anschaulicher am analogen Gerät erklären und darum beginnen wir auch damit. Sehen wir uns nochmal den schematischen Aufbau der Bildröhre an. Im Grundlagenvideo zur Elektronenröhre bin ich ja schon kurz darauf eingegangen. Von einer beheizten Kathode wird ein Elektronenstrahl ausgesendet. Die Elektronen werden durch eine recht große positive Spannung an der Anode in Richtung des Bildschirms beschleunigt. Und da, wo sie auftreffen, beginnt die Beschichtung zu leuchten. Vorher geht es aber noch an ein paar anderen Elektroden vorbei. Da ist zunächst der Wenel-Zylinder, der mit dem Steuergitter bei einer normalen Triode vergleichbar ist. Mit ihm wird die Stärke des Elektronenstrahls eingestellt und damit die Helligkeit. Beim Oszillographen stellt man die Helligkeit normalerweise nur einmal am Anfang ein. Bei der Fernsehbildröhre wurde so der Elektronenstrahl durch die Helligkeitsinformationen des Bildes gesteuert. Die nächsten Elektroden wirken auf den Elektronenstrahl wie eine Glaslinse auf einen Lichtstrahl. Man kann mit ihnen den Elektronenstrahl bündeln und man stellt den Brennpunkt auf den Bildschirm ein, damit ein möglichst kleiner Punkt entsteht. Ganz entscheidend für die Darstellung sind die darauf folgenden Ablenkplatten. Durch eine Spannung an den Platten wird der Elektronenstrahl in Richtung der positiven Platte abgelenkt. Mit einem Plattenpaar lässt sich der Strahl in horizontaler Richtung ablenken, mit dem anderen in vertikaler Richtung. Dadurch lässt sich der Strahl auf jeden beliebigen Punkt auf dem Bildschirm lenken. Wenn wir uns eine elektrische Schwingung ansehen, dann ist in der waagerechten der zeitliche Verlauf dargestellt und auf der Y-Achse der Spannungsverlauf. Die Eingangsspannung muss unseren Strahl also senkrecht ablenken und dazu müssen wir unser Signal an die vertikalen Platten anlegen. Die Oszillographenröhre braucht etwa 15 Volt, um den Strahl um 1 cm abzulenken. Darum muss das Signal zunächst mal verstärkt werden. Und die Verstärkung lässt sich hier einstellen. Es entsteht eine senkrechte Linie. Das ist in etwa so, als wenn ich mit einem Stift zeichne, während mein Arm auf- und abschwingt. Die Schwingungsform ist so allerdings nicht zu erkennen. Wir können nur den maximalen Ausschlag ablesen. Um den zeitlichen Verlauf darzustellen, brauchen wir jetzt noch eine seitliche Bewegung. Das erreiche ich, wenn ich das Papier seitlich wegziehe. Beim Oszillographen bewegen wir aber nicht den Bildschirm am Elektronenstrahl vorbei, sondern der Strahl bewegt sich über den Bildschirm. Dazu ist im Gerät ein Ablenkgenerator integriert. Der Strahl soll sich möglichst gleichmäßig von links nach rechts bewegen. Irgendwann erreicht er das Ende des Bildschirms und er springt schlagartig wieder zurück an den Anfang und beginnt von vorn. Dazu erzeugt der Ablenkgenerator eine sägezahnförmige Spannung an den horizontalen Ablenkplatten. Damit ein vernünftiges Bild entsteht, muss die Ablenkfrequenz an die Frequenz des Eingangssignals angepasst werden.
Leider wandert die Schwingung noch waagerecht durch das Bild. Auch mit viel Mühe gelingt es nicht, den Kippgenerator so einzustellen, dass das Bild steht. Sehen wir uns in der Grafik an, wie das zustande kommt. Nehmen wir an, der Strahl beginnt die Kurve am Nullpunkt zu schreiben. Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er am Ende auch wieder auf der Nulllinie ist. Den Rest der letzten Kurve schreibt der Strahl, wenn er schon wieder zurück auf der linken Seite ist. Dadurch wird der Schwingungsverlauf beim zweiten Durchgang etwas seitlich versetzt gezeichnet. Und das wiederholt sich bei jedem Durchgang. Für ein ruhiges Bild werden die Frequenzen der Eingangsspannung und des Ablenkgenerators synchronisiert. Vielleicht habt ihr auf YouTube schon Videos gesehen, wo verschiedene Metronome, die mechanisch gekoppelt sind, irgendwann in Resonanz kommen und dann im gleichen Takt ticken. So ähnlich funktioniert das auch. Mit dem Synchronregler kann ich den Grad der Kopplung einstellen und bekomme so ein stehendes Bild. So ein Oszillograph dient vor allen Dingen zur qualitativen Beurteilung eines Signals, also ob ein Signal zum Beispiel verzerrt oder übersteuert ist. Man kann mit ihm aber auch messen, auch wenn das mit dem analogen Gerät nicht sehr genau ist. Dazu braucht man eine Skala auf dem Bildschirm und der Eingangsverstärker muss genauso wie der Ablenkgenerator geeicht sein. Wenn wir den Ablenkfaktor kennen, können wir die Spannung unseres Signals ablesen. Nehmen wir mal an, bei einer Spannung von 5 Volt wird der Strahl um ein großes Kästchen abgelenkt. Die Spitze der Kurve liegt bei 2,5 Kästchen. Dann ergibt das eine Spitzenspannung von 12,5 Volt. Auch die Frequenz des Signals können wir feststellen, wenn wir die Ablenkgeschwindigkeit in horizontaler Richtung kennen. Auch hier ein Beispiel. Der Kippgenerator läuft mit 100 Hertz, das bedeutet, der Elektronenstrahl braucht eine hundertstel Sekunde für einen Durchlauf. In unserem Fall finden 3 komplette Schwingungen auf dem Bildschirm Platz. Das heißt, die Dauer einer Schwingung beträgt eine 300stel Sekunde. Das entspricht einer Frequenz von 300 Hertz. Kommen wir jetzt zum digitalen Gerät. Das, was wir zu sehen bekommen, ist ganz ähnlich, nur der Weg dahin ist ein ganz anderer. Das Eingangssignal wird digitalisiert und in einem Speicher abgelegt. Danach können die Werte mit einem Rechner verarbeitet und auf einem Display dargestellt werden. Nachdem das Eingangssignal verstärkt wurde, geht es auf einen Analog-Digital-Wandler. Der tastet die Kurve in gleichmäßigen Zeitabständen ab und entnimmt eine Probe, englisch Sample. Der Wert wird als Binärzahl abgespeichert. Anstelle des kontinuierlichen Verlaufs kennen wir nur noch einige Punkte unseres Signals. Die Zwischenwerte müssen zur Darstellung von einem Rechner interpoliert werden. Man könnte auch sagen, sie werden geschätzt. Bei der linearen Interpolation werden die Punkte einfach durch Geraden verbunden. Das ergibt einen sehr eckigen Verlauf, der von der Originalkurve stark abweicht. Mit höherer Abtastrate, also mehr Proben in der gleichen Zeit, wird das Ergebnis besser. Es wird aber auch mehr Speicher benötigt. Sehen wir mal ins Datenblatt meines Oszilloskops. Beworben wird das Gerät mit einer Bandbreite von 60 MHz. Der Laie würde jetzt annehmen, Frequenzen bis 60 MHz messen ist kein Problem. Die Abtastrate ist bei Verwendung nur eines Einganges 500 Megasample pro Sekunde, wenn beide Kanäle eingeschaltet sind, nur noch 250 Megasample pro Sekunde je Kanal. Ein kurzer Überschlag im Kopf, eine Eingangsfrequenz von 60 MHz bedeutet 60 Millionen Schwingungen pro Sekunde. In der Zeit werden 250 Millionen Messungen ausgeführt. Das bedeutet, je Schwingung wird nur rund 4-mal abgetastet. Nun versucht mal daraus die Originalkurve zu rekonstruieren. Bei kontinuierlichen Schwingungen wird das Signal immer wieder an unterschiedlichen Stellen gemessen und kann so besser rekonstruiert werden. Jetzt kommen noch ein paar mathematische Tricks. Mit dem richtigen Interpolationsverfahren kann theoretisch ein Signal sogar rekonstruiert werden, wenn es nur mit der doppelten Frequenz abgetastet wird. Es dürfen aber keine höheren Frequenzen im Signal auftreten. Das heißt, eine reine Sinusschwingung mit 60 MHz sollte das Oszilloskop exakt wiederherstellen können. Und hier ist der Beweis. Sobald die Form aber vom Sinus abweicht, treten Oberwellen auf und es funktioniert nicht mehr. Sind die angegebenen 60 MHz also Schwindel? 60 MHz ist die Grenzfrequenz des analogen Vorverstärkers. Was der AD-Wandler daraus macht, ist eine ganz andere Sache. Dazu kommt noch,
dass eine Grenzfrequenz von 60 MHz bedeutet, dass die Verstärkung um 3 Dezibel gesunken ist, also rund auf das 0,7-fache. Bei der Grenzfrequenz wird also auch eine um 30% zu kleine Spannung gemessen. Wer wirklich bei 60 MHz sehen will, was los ist, braucht ein Gerät mit erheblich größerer Bandbreite und Samplingfrequenz. Auch in vertikaler Richtung ist die Auflösung des Signals begrenzt. Die meisten Oszilloskope verwenden einen 8-Bit-AD-Wandler. Es können also nur 256 Spannungswerte unterschieden werden. Das reicht nicht mal für das komplette Display, das vertikal 600 Bildpunkte hat. Auch hier muss wieder interpoliert werden. Sehen wir uns unter dem Gesichtspunkt mal ein günstiges Oszilloskop an. Die Bandbreite beträgt gerade mal 200 kHz. Bei einer Abtastrate von 1 Megasample pro Sekunde sind das 5 Abtastungen pro Schwingung. Es ist also allenfalls für den Niederfrequenzbereich geeignet. Auch die Chinesen können nicht zaubern. Wie gut und genau die anderen Komponenten sind, also zum Beispiel der Eingangsverstärker, kann ich nicht beurteilen, da ich so ein Gerät noch nicht getestet habe. Wer nur im NF-Bereich arbeiten will, kommt damit bestimmt zurecht. Für Messungen an Empfangstechnik oder schnell getakteten Digitalschaltungen muss man schon erheblich mehr investieren als 35 Euro. Mein Gerät hat 2 Kanäle. Die Bedienung ist vergleichbar mit dem analogen Oszillographen. Es gibt je einen Regler für die Verstärkung. Und hier rechts wird die Zeitbasis eingestellt. Damit das Bild stillsteht, stellt man ein Trigger-Level ein. Bei jedem Durchlauf über den Bildschirm wird der Punkt, bei dem der eingestellte Spannungswert erreicht wird, an dieselbe Stelle des Bildschirms platziert. Stellt man den Wert zu hoch ein, sodass er nicht mehr erreicht wird, rennt die Kurve wieder über den Bildschirm. Durch die Skala kann man wieder die gleichen Messungen oder besser Schätzungen vornehmen. Das Digitalgerät kann aber mehr. Da die Daten im Speicher vorliegen, kann das Oszilloskop diverse Werte viel genauer bestimmen und anzeigen. Zum Beispiel verschiedene Spannungswerte und auch die genaue Frequenz des Signals. Es kann zum Beispiel auch bestimmen, wie hoch das Überschwingen oder die Anstiegs- und Abfallzeit der Flanken dieser Rechteckschwingung sind. Ich kann auch selbst bestimmen, zwischen welchen Punkten ich messen möchte. Dazu blende ich 2 Cursor ein, diese violetten Linien, und bekomme die Spannung an jeder Linie und auch die Differenz zwischen den beiden Linien angezeigt. Das gleiche geht auch auf der Zeitachse. So kann man die Zeitdifferenz zwischen den beiden Linien ermitteln. Was kann das digitale Oszilloskop noch? Da die Messwerte sowieso erstmal im Speicher landen, können die gespeicherten Werte auch später wiedergegeben oder auch zur Weiterverarbeitung auf einen Computer überspielt werden. Man kann so auch einmalige Ereignisse einfangen und speichern. Wenn man nach sporadisch auftretenden Störsignalen sucht, müsste man wie gebannt auf den Bildschirm starren und hoffen, dass man den Störimpuls kurz sieht. Mit dem digitalen Speicheroszilloskop geht das einfacher. Im Moment ist die Spannung 0. Ich kann einen Schwellwert einstellen, bei dem die Aufzeichnung erfolgen soll. Nach dem Start wartet das Gerät, bis eine ausreichend hohe Spannungsspitze aufgetreten ist und hält dann sofort an. Mit den 2 Kanälen kann man mathematische Operationen mit beiden Kurven durchführen. So sieht die Summe beider Schwingungen aus, so die Differenz, das ist die Multiplikation. Wenn das eine der Strom und das andere der Spannungsverlauf ist, zeigt die grüne Kurve die Leistung an. Und hier die Division beider Kurven. Ich kann sogar eine einfache Fourier-Analyse machen und mir ansehen, welche Oberwellen das Signal hat. Es erscheint ein Frequenzspektrum. Der stärkste Ausschlag ist die Grundfrequenz. Die kleineren Peaks sind die Oberwellen. Mit dem Cursor kann ich mir die Frequenz der Ausschläge anzeigen lassen. Ja, das soll als kleine Einführung zum Oszillographen reichen. Der Funktionsumfang ist natürlich bei jedem Gerät etwas anders. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein paar Tipps geben, worauf bei der Anschaffung zu achten ist und dass man besser nicht an der falschen Stelle spart.